Das ist das Foto. Und ich weiß nicht, wie der Kleine sich fühlen muss. Er hat bestimmt Angst. Es ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Und es ist jetzt so weiter. Das ist das Einzige in meinem ganzen Leben, was mich wirklich tötet. Und er hat es jetzt gemacht. Das Schlimmste ist, dass keiner weiß, wo er ist. Er hat alle Handys ausgemacht. Er hat seiner Familie befohlen, die Handys auszumachen. Man kann keinen von ihnen erreichen. Niemand weiß, wo er sich versteckt. Für uns dokumentiert sie ihre Suche nach ihrem Sohn mit dem Handy. Jeden Tag geht sie an die Plätze, an denen sie ihren Mann und ihren Sohn vermutet. Auch die Polizei hat sie informiert. Sie fahndet nach dem Vater und Kindesentführer Mohammed. Hallo. Per Skype gibt Katharina ihren Eltern in Deutschland täglich einen Lagebericht. Die haben eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Uelzen aufgegeben. Die haben gesagt, dass die das denn sofort weiterleiten an Interpol und Interpol macht sofort eine Ausschreibung. Und sie haben auch gleich gefragt, wem sie benachrichtigen sollen, wenn sie das Kind haben, wem sie das übergeben sollen und so. Na, hier. Ja, ja. Hier. Ja, ja. Hier damit. Hoffnung stirbt zuletzt, denke ich, ja. Ich will meinen Enkel wieder haben, meine Tochter. Wir hoffen alle, dass es in nächster Zeit passiert. Rückblick. Vor 3 Jahren lernen sich der erfolgreiche Anwalt Mohammed und die Hotelfachfrau aus Norddeutschland in Dubai kennen. Nach der Hochzeit kommt der gemeinsame Sohn Rayan in Uelzen zur Welt. Doch als die junge Familie zurück nach Dubai geht, zeigt Mohammed sein wahres Gesicht. Katharina soll von nun an nach seinen Regeln leben. Er nimmt ihr die Pässe ab, sperrt sie in der Wohnung ein. Wenn sie nicht gehorcht, schlägt er sie. Dann hat er den Kopf genommen und auf die Sofalehne so von hinten draufgehauen, dass ich eine leichte Gehirnerschütterung hatte. Immer wieder ging es darum, wenn du das nicht machst, dann nehme ich dir das Kind weg. Sie sucht Hilfe für sich und ihren Sohn beim deutschen Konsulat in Dubai. Doch dies weist lediglich auf seine geringen Einflussmöglichkeiten hin. Hilfe findet sie erst im Internet. Freiwillige einer deutschen Initiative vor Ort helfen Katharina, die Wohnung mit ihrem Sohn unbemerkt zu verlassen. Die Flucht gelingt. Ich hatte furchtbare Angst, dass ich mit diesem Schritt meinen Mann so ärgerlich gemacht habe, dass er es mir 20 Mal Dollar schlimmer heimzahlt. Aus Angst vor ihrem Mann versteckt sie sich in einer geheimen Wohnung. Sie schaltet das Familiengericht in Dubai ein, will die Scheidung und das Sorgerecht. Erneut bittet sie das Konsulat um Hilfe. Es rät Katharina, persönliche Treffen zwischen Vater und Sohn zu organisieren. So habe sie bessere Chancen vor Gericht. Für mich als deutsche Staatsbürgerin hier in Dubai, in den Emiraten, ist das Konsulat erster Ansprechpartner. Wenn sie mir was raten, dann vertraue ich darauf, dass sie mir das Richtige sagen. Und dass sie wissen, wovon sie reden. Obwohl sie skeptisch ist, hört sie auf das Konsulat. Sie will alles richtig machen. Organisiert Treffen zwischen Vater und Sohn, wie hier im Kinderspielland. Für Sicherheit muss sie selbst sorgen. Das Konsulat lässt sie dabei allein. Und schon bald tritt das ein, wovor sie sich am meisten fürchtet. Mohammed hat geschrien wie am Spieß. Meine Freundin angeschrien, mich angeschrien. Richtig explodiert. Und dann habe ich gesagt, so bitte geh, es reicht, ich kann das nicht mehr ertragen. Daraufhin ist er aufgestanden, hat den Kleinen mitgenommen, hat gesagt, wenn ich gehe, dann gehe ich nur mit meinem Sohn. Und raus und weg ist er. Seitdem entzieht er Katharina das Kind. Nach Treffen, welche nicht einmal das Familiengericht in Dubai gefordert hatte. Es ist unzureichend, wie ich beraten worden bin. Und sehr enttäuschend. Ich hätte es nicht machen müssen und das hat mich jetzt mein Kind gekostet. Nachfrage bei der übergeordneten Behörde, dem Auswärtigen Amt. Warum hat das Konsulat diesen Ratschlag erteilt? Das Auswärtige Amt äußert sich nicht im Einzelnen zum Rat des Konsulats, nur so viel. Katharina sei auf die örtliche Rechtslage hingewiesen worden. Dass das Gericht keine Treffen mit dem Vater gefordert hatte, sei dem Generalkonsulat nicht bekannt gewesen.
Katharina bereut bis heute, dass sie auf den Rat des Konsulats gehört hat. Bei der Suche nach ihrem Sohn verlässt sie sich jetzt nur noch auf die emiratischen Behörden und auf sich selbst. Also das kommt für mich nicht in Frage, dass ich mein Leben ohne den Kleinen leben muss. Und ich habe das Gesetz auf meiner Seite, also wird gekämpft, bis ich umfall. Übrigens, jetzt hat das Familiengericht in Dubai Katharina Dück das Sorgerecht zugesprochen. Der Vater wird aufgefordert, das Kind bis zum 1. Oktober zurückzubringen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Alles wird teurer, Arbeitsplätze werden verloren gehen. Das haben die Kritiker des gesetzlichen Mindestlohns laut durch die Republik gerufen, jahrelang. Jetzt haben wir den Mindestlohn. Und bei Obst und Gemüse zum Beispiel hat die Preisexplosion nun gar nicht stattgefunden. Im Gegenteil, vieles wird sogar günstiger.